Mein Name ist Janine Hug. Ich leite eine Schule für Massage und Körperarbeit. Und Lumi Bodywork ist also meine Herzensangelegenheit oder ist meine ganze Leidenschaft für diese ganz spezielle Massage. Ich habe die Schule aufgebaut circa vor 13, 14 Jahren für Lumi Bodywork. Und damals war es einfach mir ein Anliegen, ein bisschen, was ich damals wusste, über Lumi Bodywork mitzugeben. Und da war einfach ein Kurs, der Lumi Lumi Kurs. Und inzwischen gibt es mehrere Kurse, ein ganzes Kursangebot. Es gibt diesen Lumi Bodywork Basiskurs, den Lumi Bodywork Level 2 oder Aufbaukurs und den Lumi Bodywork Level 3. Die erste Lumi hat sich für mich so angefühlt, dass es wie ein überwältigendes, wie so ein Erlebnis war, wie ein Bad, ein Gefühlsbad, aber es war auch sehr körperlich und es war wie eine Mischung von Fliegen und Schweben und Eintauchen und Auftauchen. Ich kann mich erinnern, dass all diese Komponenten drin waren und es für mich wie so ein Gefühl des sich Auflösens war, also es, die Dimension aufzulösen. Und so habe ich mich gefühlt und das war so die Essenz dieser ersten Lumi-Lumi-Massage für mich. Was für Lumi-Bodywork-Kurse biete ich an? Heutzutage, zurzeit biete ich den Lumi-Bodywork-Aufbaukurs an, also Level 2 und Lumi-Bodywork Level 3. Die zwei Kurse biete ich an. Hier und da noch Lumi Bodywork, den Basiskurs. Früher gab es ja nur diesen Kurs, aber inzwischen sind wir ja ein Team und den Kurs bietet jemand anders an. Und in der Praxis biete ich auch Privatkurse, Lumi Bodywork Privatkurse an für Menschen, die zum Beispiel nicht in einer Gruppe sein wollen, einzeln kommen oder als Paar. Meine Herausforderung, bevor ich Lumi kannte, war, dass ich sehr verausgabend massiert habe. Ich war schon beruflich Masseurin und habe viel gegeben, habe nicht richtig zu mir geschaut, wie ich mich zum Beispiel zurücknähren kann und habe tatsächlich so meine ganze Energie weggegeben und habe so immer mehr mich in einem Raum befunden, den man heute als vielleicht Burnout nennen würde. Und die Lumi-Lumi-Massage hat für mich ganz neue Auseinandersetzungen mit Menschen, mit aber auch der Massagetätigkeit gebracht, dass ich nämlich auch zu mir schaue und dass eine Massagebegegnung mit jemandem, wo ich eine Massage gebe, auch immer ein Fließen der Energien, Zurückfließen, ein Nähren, ein gegenseitiges Ganzes ist, ein sich Nähren auch. Und ich habe gelernt, auf mich zu achten und in der Kraft zu bleiben. Und ich glaube, das ist so eines der wichtigsten Essenzen der Lumi-Lumi-Massage. Wie bin ich auf Lumi Bodywork gekommen? Das war, glaube ich, eher so ein Zufall. Ich war damals klassische Masseurin, das war 2003, 2004 habe ich angefangen, intuitiv anders zu massieren. Ich hatte einfach Lust, anders zu massieren als nur mit meinen Händen und habe angefangen, meinen Körper mehr einzusetzen, meine Arme, fließende, fliegende, eben so. Da kannte ich die Lumi-Lumi-Massage noch nicht. Und ich wurde von meinen Kunden und Klientinnen, Klienten gefragt, ob dies nun Lumi Lumi sei. Und ich war dann so ein bisschen verdutzt, weil ich diesen Begriff vorher noch nie gehört habe. Und es gab es auch in der Schweiz noch gar nicht. Zu dieser Zeit war das noch nicht sehr verbreitet. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht. Und das war der Anfang meines Weges. Ich war einfach immer sehr neugierig, wie es möglich ist, Menschen anders zu berühren. Und die Lumi Lumi habe ich dann einmal erlebt und es war ein sehr tiefes und eindrückliches Erlebnis für mich. Und es gab so einen Teil in mir, der sagte einfach, das will ich auch. Ich will das können, ich will das
den Menschen weitergeben können. Für mich war es zuerst in erster Linie mal einfach eine Massagetechnik. Ich wusste, es kommt aus Hawaii, ich konnte aber gar nicht viel Verbindung damit herstellen. Das war dann eben Teil dieses Weges, wo ich immer mehr Verbindung dazu gefunden habe. Was mich an der Philosophie der Lomi-Lomi-Massage interessiert oder fasziniert, ist, dass es ein Gefühl von Ausgewogenheit vermittelt und ich in jedem Moment verbunden bin, nicht nur mit mir selbst, sondern auch mit einem großen Ganzen. Ich bekomme dadurch wie einen anderen Zugang, eine ganz andere Wertschätzung zu allem, was mich umgibt, sei es andere Menschen, sei es Elemente in der Natur, das Geschehen der Natur, Tiere, Pflanzen. Ich betrachte das Leben einfach viel ganzheitlicher dadurch und ich glaube, ich bin viel mehr weggekommen von meinem individualistischen Denken hin zu einem größeren Ganzen, das in Verbundenheit immer ist. Es bedeutet für mich, mein Wissen von Lomi Lomi oder über Lomi Lomi weiterzugeben anderen Menschen, dass ich selber nochmal ganz mit mir in Kontakt kommen muss, weil ich kann nur etwas vermitteln, das ich unmittelbar und sehr authentisch spüre und so auch zum Ausdruck bringen kann. Und wenn ich unterrichte, dann bringe ich es natürlich einerseits verbal zum Ausdruck in Kursen, wenn Menschen da sind und zuhören und auch ihre Meinung reinbringen. Die Menschen bringen ja auch eine Lebensbiografie, eine Lebenseinstellung mit und das ist das, was dann eigentlich das Vermitteln von Wissen ausmacht, dass es ein Dialog wird zwischen meinem Wissen, wo ich denke, dass es immer im Wachstum und immer im Weiter sich formen, ist es nicht fertig, sondern durch das Unterrichten lerne ich immer auch noch mehr über mich und über die Lomi Lomi. Für mich ist das Vermitteln von Lomi Lomi Bodywork auch so eine gemeinsame Reise mit Menschen, so eine Erkundungsreise in die Essenz von Aloha Spirit, von dieser Herkunft aus Hawaii. Ich vermittle mehr wirklich so das Gelebte und das Gefühlte Aloha Spirit, so die Essenz, als jetzt wirklich die sehr traditionelle Lomi Lomi Massage. Wir sind hier in der Schweiz, in Europa, mit unseren Themen in Kontakt. Wir sind in der heutigen modernen Zeit mit ganz spezifischen Themen in Auseinandersetzung. Und da ist es mir wichtig, auch den Bogen zu schlagen zwischen der Tradition und der modernen Auseinandersetzung. Deshalb geht es mir sehr um die Essenz von diesem Aloha Spirit. Was fasziniert mich am Unterrichten? Ich glaube, es ist der Dialog zwischen den Menschen und mir, weil ich möchte gern so unterrichten, dass ich nicht einfach nur mein Wissen erzähle und das ist das einzig, was gilt, sondern ich öffne ja in erster Linie einen Erfahrungsraum, wo auch Menschen sich einbringen können. Und ich lerne so viel von meinen Kursteilnehmern und Kursteilnehmerinnen. Ich habe das Gefühl, ich bin ständig auch in Kursen und das sind einfach sehr spannende Räume. Und das ist für mich Unterrichten.